Es wird Frieden geben bis zum Ende der Zeit. Seit vielen Jahren wird mir aus der geistigen Welt immer wieder mitgeteilt, dass es eine Sache gibt, die enorm wichtig ist, in der Zeit, wenn die Welt quasi aus den Angeln gehoben wird. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns jetzt ja ganz offensichtlich. Und um diese wichtige Sache geht es jetzt in dieser Episode. Ja, der Startschuss für den Endspurt ist gefallen in diesem Jahr und Veränderungen zeigen sich jetzt binnen kürzester Zeit und zwar in rasanter Geschwindigkeit und zwar so schnell, dass uns direkt schwindelig davon werden kann. Und was viele in dieser Zeit jetzt auch erleben, ist ein gewisser Kontrollverlust und der Verstand hat wirklich Probleme damit, das alles zu verarbeiten, was wir im Außen jetzt sehen. Und der eine oder andere hat vielleicht mitunter sogar das Gefühl, dass der Verstand kurz davor ist, durchzudrehen. Und um eben den Verstand zu beruhigen, denn im Grunde genommen ist es der Verstand, der jetzt in gewisser Weise ausgeschaltet wird. Wir wurden ja in der Vergangenheit sehr stark immer vom Verstand geführt oder gesteuert. Und jetzt wird der Verstand auf Null gesetzt. Er wird sozusagen resettet, damit der Verstand nicht mehr die Führung hat, sondern das Gefühl. Und der Verstand erlebt das wie eine Art Sterben, wie ein Tod. Und er versucht, das natürlich zu vermeiden. Und er versucht mit aller Kraft dabei zu bleiben und uns sozusagen busy zu halten, damit er das Gefühl hat, er behält die Kontrolle. Aber dem Verstand wird jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen. Und damit der Verstand damit klarkommt und um ihn auch zu beruhigen, gibt es eine Sache, die wir machen sollten. Eben um auch unsere Nerven zu beruhigen. Und diese eine Sache wurde mir schon vor vielen Jahren mitgeteilt und jetzt immer und immer wieder. Und zwar sollten wir diese eine Sache täglich tun. Und viele von uns wissen es bereits, aber wir sind ja nicht immer ganz so konsequent. Und von daher kommen immer wieder Erinnerungen daran. Wir erinnern uns gegenseitig daran. Und diese eine Sache, die uns hilft, die habe ich auch schon in vielen meiner Videos thematisiert. Insbesondere zum Beispiel auch mit dem Heilstrom, sodass wir in eine hohe Frequenz kommen. Und so wird mir immer wieder gesagt, täglich meditieren, meditieren, meditieren. Und ich weiß, dass viele von euch dabei sind, die das bereits machen und andere haben damit unter auch einen inneren Widerstand dagegen. Und es ist alles okay, das darf alles sein. Und trotzdem kommt die Erinnerung zu meditieren und unseren Verstand in die Ruhe zu bringen. Und aus dem Grund teile ich mit euch heute nochmal wieder ein wundervolles Video von den Essenern, denn die Essener haben 7-Abend-Meditation entwickelt, ganz wundervolle Worte aneinandergereiht, sodass wir abends in die Ruhe kommen können, bevor wir uns schlafen legen. Und es ist nicht nur eine Meditation, sondern es ist wirklich eine Verbindung, die wir dann eingehen. Wir rufen quasi ein Element herbei oder sagen wir mal einen Engel herbei, so nennen das die Essener. Ein Engel, der uns die ganze Nacht behütet und beschützt und bei uns ist und uns führt in eine wundervolle Welt oder in eine friedvolle Welt. Wenn wir zum Beispiel den Engel des Friedens herbeirufen, dann führt er uns die ganze Nacht in eine friedvolle Welt und wir schlafen friedlich ein und wachen am nächsten Morgen friedlich auf und fühlen uns erholt. Und es ist etwas ganz Wunderbares, diese Meditation durchzuführen. Und ich werde sie jetzt auch im Anschluss online stellen. Sie kommt aus einem meiner E-Books, eben aus den Abendmeditationen der Essener. Und ich empfehle ja immer, diese Meditation einen Mondzyklus lang zu machen.
sodass sich eben dieser Frieden aus der Meditation tief in unsere Zellen senken kann. Und die Zeit ist jetzt auch besonders gut dafür, denn wir haben jetzt ja den Vollmond im Feld, zusammen mit einer Mondfinsternis, eine besonders starke Energie in der Nacht. Und deswegen ist es so wirkungsvoll, jetzt mit dieser Meditation zu beginnen. Und wir können sie mit dem Heilstrom kombinieren. Das heißt, wir strömen ja sowieso jeden Abend um 9 gemeinsam, jeder für sich zu Hause. Und wir können uns dann auch die Abendmeditation mit dem Engel des Friedens anhören und gleichzeitig den Heilstrom empfangen, wenn wir unsere Handflächen eben nach oben öffnen und uns darauf fokussieren, dass wir während der Meditation auch vom Heilstrom geflutet werden. Ja, und so möchte ich euch herzlich dazu einladen und wünsche euch jetzt viel Freude und Frieden mit dieser wundervollen Meditation der Isena. Meditation mit dem Engel des Friedens. Lieber Engel des Friedens, sei immer und überall. Und die Erde wird mit dem himmlischen Frieden des Vaters erfüllt sein, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Engel des Friedens, sei immer und überall. Ich rufe den Engel des Friedens an, dessen Atem freundlich ist und dessen Hand umhüllt von Kraft. Wenn Frieden regiert, herrscht weder Hunger noch Durst, weder kalter noch heißer Wind, weder Alter noch Tod. Wenn Frieden regiert, werden Tiere und Menschen nicht sterben, werden Wasser und Pflanzen nicht austrocknen, und an der Nahrung des Lebens wird es keinen Mangel geben. Es wird erzählt, dass die Berge den Menschen Frieden bringen und die kleinen Hügel Rechtschaffenheit. Es wird Frieden geben, solange Sonne und Mond wären, in alle Ewigkeit. Friede wird herabkommen, wie Regen auf gemähtes Gras, als Schauer, die die Erde wässern. Wenn Frieden regiert, wird das Gesetz stark werden und die Kinder des Lichts werden die Führung haben, von Meer zu Meer bis zum Ende der Zeit. Die Friedenszeit hat ihre Quelle im Himmelsvater. Er bringt auf Erden den Strom des Gesetzes, um sie zu wässern und ertragsreich zu machen. Engel des Friedens, sei immer bei uns.
Der Engel wohnt im Herzen der Stille und schenkt dir stets Ruhe in der ach so lauten Welt. Himmlische Kraft des Friedens, du bist der Schlüssel zu aller Weisheit, zu jedem Geheimnis, zu allem Leben. Glücklich sind bereits die, die um Frieden ringen, denn sie werden den Frieden des himmlischen Vaters finden. So steht es geschrieben. Bleibt friedvoll, auch wenn Unruhe die Oase des Friedens umgibt. Wo Frieden regiert, kann sich das heilige Gesetz in seiner Schönheit entfalten. Gleiten wir tiefer hinein, in den ewigen und unendlichen Garten, in Einheit mit dem Himmelsvater und in Einheit mit der Erdenmutter. Wir kommen dir entgegen, himmlische Kraft des Friedens. Wir wünschen uns aus tiefster Seele, Engel des Friedens, sei immer mit uns, sei immer und überall. Himmlische Kraft des Friedens, sei immer hier. Wir stimmen uns ganz und gar auf Frieden ein, bis wir vollkommen im Frieden sind, in der Vibration des Friedens schwingen. Und dann sehen wir den Planeten, unsere Mutter Erde, und umarmen sie, durchwirken sie mit dieser Schwingung des Friedens. Frieden für Körper, Herz und Geist. Schließe Frieden mit dem Geist, dem Körper und dem Herzen. Mit dem Körper durch gute Nahrung, Sonne, Wasserreinigung, Atemübung. Mit dem Herzen durch gute, reine Gefühle. Und mit dem Geist durch positive und freundliche Gedanken und der Aufgabe des Jammerns und Klagens. Lade den guten Geist ein, in deinen Verstand und lass dich durchfluten von guten, weisen Gedanken, über die du in Fülle verfügst. Es gibt keinen anderen Weg der Heilung. Freundliche, weise Gedanken sind der einzige Weg aus jedem Dilemma. Und es ist eine Entscheidung. Es gibt keine Ausflüchte für den Menschen, da wir die Kraft des Geistes in uns tragen und jederzeit unsere Aufmerksamkeit darauf lenken können. Und Jesus sprach, am Abend sagt diese Worte, Engel des Friedens, sei immer bei uns. Und dann schließt eure Augen und im Schlaf vergegenwärtigt euch den Engel des Friedens in allem, was lebt, in allem, was ihr tut, in jedem Wort, das ihr sprecht. Denn Frieden ist der Schlüssel zu allem Wissen, zu jedem Geheimnis, zu allem Leben. Wo es keinen Frieden gibt, da regiert die Finsternis. Und die Kinder der Finsternis möchten den Frieden den Kindern des Lichts fortnehmen. Geht deshalb in dieser Nacht zu dem goldenen Strom des Lichts, dem Gewand des Engels des Friedens, und bringt am Morgen den Frieden des himmlischen Vaters zurück, der über das Verstehen hinausgeht, damit ihr die Herzen der Menschen trösten könnt. Ich besinne mich auf den zunehmenden Mond und das Mondlicht,
indem ich den allumfassenden Frieden in allen Bereichen des Daseins erkenne. Die Essener hielten den Frieden für einen der höchsten Werte, den die Menschen erreichen können. Und sie meinten, solange ein Mensch die Bedeutung dessen nicht erkennt, kann er nicht spirituell sein. Und ohne Spiritualität kann sein Leben keinen Sinn haben. Darum war die Erkenntnis und die Bedeutung des Friedens so wichtig für die Essener. Friede soll von jedem Einzelnen geschaffen und erhalten werden. In ihm und in seiner Umgebung. So dass er zum Werkzeug wird, das dabei hilft, Disharmonie, Feindschaft und Kriege zu verhindern. Denn die Bedingungen der ganzen Menschheit hängen von dem Zustand ihrer Zellen ab, von den Einzelnen, aus denen die Menschheit besteht. Der Einzelne soll tief die Notwendigkeit für diesen inneren Frieden empfinden und alles dazu tun, um den Frieden aufzubauen und ihn zu erhalten, wo immer er sich befindet. Engel des Friedens, sei immer bei uns. Und Friede sei mit dir. Grüßt euch immer auf diese Weise, damit auf deinen Körper sich der Friede der Mutter Erde herabsenke und sich dein Geist erfülle mit dem Frieden des Himmelvaters. Dann wirst auch du Frieden unter deinesgleichen finden, denn das Reich des Gesetzes ist in ihnen. Und gib jedem deinen Frieden, so wie der himmlische Vater seinen Frieden dir gegeben hat, denn dein Friede ist von ihm. Friede sei mit dir. Lieber Engel des Friedens, sei immer bei uns. Engel des Friedens, sei immer und überall. Engel des Friedens, sei immer und überall. Friede sei mit dir.